unser Ablauf sieht so aus. Wir fahren jetzt Richtung Infoturm. Da gehen wir in den Pavillon rein und da möchte ich Ihnen ein bisschen die Flughafendatenfakten erklären. Dann gucken wir uns die ganze Baustelle dann aus der Vogelperspektive an, 35 Meter Höhe. Traumwetter heute, Sicht ist gut, bisschen kühl, aber es macht nichts. Und dann fahren wir quer über die Baustelle, da müssen wir mal gucken, welche Routen wir fahren können. Das wäre jetzt eher am besten, weil die ändert sich wirklich immer, manchmal stündlich. Es werden Kräne aufgebaut, etc. Und es sind wieder Aktivitäten auf der Baustelle. Es hat aus den letzten 5 Wochen war fast gar nichts, wir konnten nichts machen. Und jetzt geht es langsam wieder voran. Und unser Zeitpuffer ist geschmolzen. Wir haben das schon eingeplant. Keiner hat gerechnet, so einen langen Winter. Und jetzt werden wieder ganz mit Hochtouren die Betonarbeiten gemacht. Also, dass wir im Zeitplan drin sind. Vielleicht zur Erklärung, die Eröffnung Berlin-Brandenburg International ist ja geplant am 30. Oktober 2011. Ja. Richtfest vom Terminal, ganz großes Plamburium, was wir schon gemacht haben, 7. Mai mit über 1000 geladenen Gästen. Also wir können uns da gar nicht eine Blöße geben. Wir machen überall Werbung, das wird gar nicht gehen. Also jetzt muss da wirklich dahin geknüppelt werden. Das ist die jetzige Stadtlandebahn, die in Betrieb ist. Die ehemalige Nordbahn, die ist in Richtung Bohnsdorf reingegangen, die ist ja weg. Wir sehen noch die Überreste dann, wenn wir dann auf die Baustelle fahren. Zerschreddert alles. Und das ist die neue Südbahn, die wir bauen. Sie sehen zeitlich versetzt, 1,9 Kilometer dazu. Den Grund hatte ich Ihnen schon erzählt. Und genau in der Mitte ist unser Midfield-Terminal, was wir hier gesehen haben. Und da vielleicht auch ein paar Daten, Fakten. Das wird 6 Geschossebenen haben, 2 unterirdisch. Und das ist nämlich der Bahnhof. Und dann 4 oberirdisch, die Nullebene. Das wird dann die Ankunftsebene sein. Die erste Ebene wird die Check-in-Bereich sein und die Markthalle, die Geschäfte, Sicherheitskontrolle. Im zweiten Geschoss werden dann die Warteräume sein für die Non-Schengen-Flüge. Und das war das Gebäude zu den Ehrzeiten für Honecker, wo die Regierungsflüge da stattgefunden hat. Ja, zu dem jetzigen Flughafen Schönefeld, der in Betrieb ist. Vielleicht ein paar Worte dazu. Zu DDR-Zeiten, Interflugzeiten, war der Flughafen sehr, sehr gut frequentiert. Wir hatten damals schon fast 7 Millionen Passagiere. Nach der Wende das große Desaster. Alles eingebrochen hier. Sie müssen sich vorstellen, 1991 waren nicht mal 1 Million Passagiere hier. Wir wussten gar nicht, ob wir den Flughafen überhaupt weiter betreiben können. Ja, da waren ja auch 2 Orte noch im Gespräch zum Ausbau des Flughafens, Jüterbog, Sperrenberg. Man hat sich dann politisch für Schönefeld entschieden. Und dann ist es ganz, ganz langsam erst wieder vorangegangen durch die Ansiedlung der Chartergesellschaften. Und der Durchbruch in Schönefeld war mit der Ansiedlung von EasyJet, also Low-Cost Carrier. Da haben wir jetzt voriges Jahr an Passagierzahlen gehabt, fast 7 Millionen Passagiere, nur in Schönefeld. Und das bedeutet in dem Low-Cost-Sektor Nummer 1 in Deutschland. Ja, ist mit die bestgesicherte Baustelle. Da haben wir auch gelernt vom Bau des Bundeskanzleramtes, keine Schwarzarbeit möglich. Jeder, der hier rauf will, muss sich über Internet anmelden und kriegt einen speziell auf sich bezogenen Baustellenausweis, der garantiert, dass die Firma Tariflohn bezahlt, Sozialabgaben abführt, das wird kontrolliert vom Zoll, um so Sachen zu vermeiden wie damals die illegalen Bundeskanzleramt. Ne? Wir mussten extra als Flughafen einen Contractor-Vertrag abschließen mit Transparency International, damit das nicht passiert, wird genau auf die Finger geguckt hier. Und jeder LKW hat GPS-Sender. Wird genau gesteuert. Wir wissen ganz genau, wo die sind, logistikmäßig. Ja, das sind die wichtigsten Gebäude hier nach Terminal. Rechts sitzt das die Notstromzentrale und links die Energiezentrale. Betreibt und finanziert Eonedis. Die stecken 70 Millionen rein und haben einen Vertrag abgeschlossen bis 2025. Wir kaufen nur das Produkt. Wärme, Kälte, Versorgung. Wir haben kein Einflussrecht, macht alles Eonedis. Das sind 4 Blockheizkraftwerke. So, das sind auf der rechten Seite Dachelemente, die werden vor Ort montiert und die werden dann raufgehoben. Wir haben die 2 größten Kräne Europas hier, Robbenkran L375, Hebekraft 750 Tonnen. Der eine Kran ist angeliefert worden, ich war dabei, wir haben das noch fotografiert, mit 60 LKWs vor Ort zusammengeschraubt. Ein LKW, da haben wir 1 Jahr Vorbestellungsdauer, gibt nur 4 in Europa. Und das sind Holländer, der Kranführer, das schwerste Dachelement, 123 Tonnen, der hat überhaupt keinen Sichtkontakt, das geht nur über Funk und wird draufgesetzt.
Ja, das sind die ganzen Zufallswege dann schon rauf. Und jetzt fahren wir quer durch die Airport City. Also wie gesagt, das wird sehr lichtdurchflutet sein, dieses ganze Terminal. Und auf dieser Seite links, da kommt das Hotel hin. Kongresshotel hier. Und jetzt fahren wir genau über den Bahnhof rüber. Hier drunter ist nämlich der Bahnhof, müssen Sie sich vorstellen. Genau hier drunter. Das sind schon die Notausstiege und Entlüftung, für Entlüftung hier und Notausstiege. Sie sind in 8 Meter Tiefe dann unten der Bahnhof, sechsgleisig. Und vor allen Dingen, sie stehen in 3 Meter Grundwasser. Wir mussten in dem Bahnhofsbereich 12 Meter Grundwasser abpumpen. Das ist so wie in einem Bannensystem gebaut, auftriebssicher. Sie stehen in 3 Meter Grundwasser, wenn sie da unten ankommen. Also wir hatten unser Neujahrsempfang, hatten wir voriges Jahr, hatten wir im Bahnhofsbereich, den haben wir mit roten Teppichen ausgelegt, beleuchtet, Riesenbrambuium, es sieht toll aus. Sie müssen sich vorstellen, wie so ein grauer Marmor, so eine spezielle Betonschicht ist das, also macht was her. Und vor allen Dingen hohe Ingenieurskunst, da haben die neuesten Sicherheitstechnik hier drin, wenn ein Zug entgleisen sollte, und der rammt eine Säule weg, ist die Statik nicht gefährdet hier. Das ist die neueste Ingenieurskunst, habe ich mir mal erklären lassen. Wie so ein Widerhaken zieht das wieder rein. Also auch wenn ein Crash passiert. Die Auflagen, die wir bekommen haben von der Deutschen Bahn, war, ursprünglich war 3 Notausstiege geplant, bei 3 Kilometer Tunnel, alle 1000 Meter Notausstieg. Das ist jetzt umgeworfen worden, mitten in der Planungsphase mussten wir neu umdenken, ganze Entlüftung. Wir müssen alle 500 Meter Notausstiege geplant. Sie werden... Wir sehen das, diese Klötzer, da geht dann der Gang raus, das wird hier draufgelegt und hier werden die Fluggastbrücken rangehangen. So ist das System. Sie gehen durch den Gang hierher, da geht das drauf und dann kommen die Fluggastbrücken dran. So, das ist das Hauptbier. In der zweiten Etage, da kommt die Lounge von Air Berlin rein und das wird überbrückt hier durch den Tunnel. Und genau darunter fahren dann die Fahrzeuge hin für die Versorgung des Terminals. Wir haben nämlich 2 Wirtschaftshöfe, Wirtschaftshof Süd und Nord. Da fahren die Fahrzeuge runter, so wie das Terminal versorgt werden. So, jetzt haben wir einen guten Blick zum Hauptpier hin. Da sehen Sie mal schon, wie die Glasfassade schon fort... So sieht's aus, mal. 112 Schalter beginnen. 112. Also keine Wartezeit. Jetzt wird ein Common Check-in werden, also unabhängig des Ziels können Sie einchecken, wie es üblich ist. Also jetzt nicht nur bei Fuerteventura draufsteht, bei Fuerteventura. Bei der Fluggesellschaft, mit der Sie fliegen, können Sie unabhängig des Reiseziels einchecken. Dazu werden über 200 sogenannte Kussautomaten kommen, Common Use Self-Service, wo Sie über Internet das machen können. Das teilen sich aber die Airliner, ist zu teuer. Dann gehen Sie durch die Sicherheitskontrolle im ersten Stock, ist das. Eine vorgezogene Sicherheitskontrolle, vor der Sicherheitskontrolle 20 Geschäfte, hinter der Sicherheitskontrolle 130 Geschäfte. Insgesamt werden wir 20.000 Quadratmeter Verkaufsfläche hier drin haben. Im höheren Segment angesiedelt, wie gesagt. Also das ist schon eine Menge. Restaurants, Cafés, Boutiquen in offener Bauweise hinter der Sicherheitskontrolle. Ja, und von der Gepäckförderanlage, das ist ganz wichtig wegen der Abfertigung. Van der Lande macht die, das ist wie in London, 9,5 Kilometer ist die lang und wir werden in der Lage sein, pro Stunde 15.200 Koffer abzufertigen. Die wird nämlich 2 Sorten haben drauf, doppelt bestückt, mit Frühgepäckspeicher, 1500 Koffern. Wird auch einen Fahrradständer haben, sie werden auch ökologischer Flughafen. Wir werden rund um den Flughafen Fahrradwege anlegen. Das ist auch abgesegnet. So, jetzt fahren wir Richtung Südbahn, damit man auch sieht, die Dimension der Baustelle. Im Moment haben wir 25 Kilometer Baustraßen alleine. Also so ein Projektleiter fährt mal ganz locker hier 100 Kilometer am Tag ab. 45 Meter hat die jetzige Nordbahn, die hat 60 Meter. Flügelspannweite von 380er, 80 Meter. Bei 60 Meter... Bei 45 Meter Breite würde ein Triebwerk im Rasen hängen. Und wenn der Pilot den Rückwärtsschub reingibt, würde der ganze Schmutz sich einsaugen. Das ist der Grund, die Breite. Die Länge ist nur ausschlaggebend, wenn der Pilot bei vollem Schub einen Startabbruch macht.
Die Maschinen, die heutigen Maschinen, heben schon nach 900 Meter sind in der Luft. Also so, wenn man das zuguckt. Ist nur, wenn der jetzt merkt, okay, da ist irgendwas, macht voll Starterbruch, dass die Länge der Bahn entscheidet. 1974 war der hier. Da war die Tegel ursprünglich geplant bis maximal 4 Millionen Passagiere. Da war ja damals nur Lufthansa da, KLM, Lufthansa, Pan Am, British und Air France. Mehr ist ja nicht geflogen. Lufthansa erste Mal nach der Wende, durfte erstmal runterkommen. Und da hatten wir Flugbewegungen gehabt, vielleicht 12 Flugbewegungen, man muss sich das mal vorstellen. Ja, da sieht man jetzt gut den DFS-Turm. Wie gesagt, Wetterdienst kommt auch hier rein. Im September soll fertig sein. Komplett.